Hallo? 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 Ich höre mich nicht, ja. Also ich höre meine... Ich weiß nicht, ob es der Sound ist. Hörst du dich? Nee, wa? Vielleicht haben die ganze... Aber warum hören wir uns? Hallo? Ah, jetzt höre ich mich, jetzt höre ich mich. Er hört Moment nur mit? Gerd, hörst du mich? Ich höre dich jetzt auch. Hört ihr mich? Ja. Yeah. Okay, das ist der. Hallo, hier ist wieder der Celltaker mit den Squidden doch. Hallo. Man kann sich hier nicht ranlehnen, das ist so doof. Okay. Und jetzt sehen wir ein Match gegen Luma. Wie spricht man seinen Namen aus? Uraois? Ich weiß es nicht. Luma spielt wieder den Tarn. Mal gucken. Oh! Oh, oh der Tarn! Oh, ist so laut. Ist okay. Tut mir leid. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Matchup spielt, aber ich gehe davon aus, dass... Also Uraios backkehrt er nicht wirklich so oft, glaube ich. Nee, und Luma versucht mit seinen Pillen ihn so... Oh, der Taunt zurück. Und zweimal sogar. Jetzt. Tja, jetzt kommt die Downs. Also er hat nicht wirklich Schwierigkeiten, so die Distanz zwischen ihm und seinem Gegner. Also Luma hat keine Schwierigkeiten, die Distanz so zu verkehren. Oh! Was ja eigentlich für Doc so schwer ist. Das war gerade im Phantom Hurt, oder nicht? Richtig. Hallo, tut mir leid, ich muss nicht... ich rede lauter dann. Oh, okay. Die Fair und der Taunt wieder. Luma mit seinem 2-Stock-Lead, aber ganz ehrlich, ich glaube, er zieht noch einen Stock. Das ist noch machbar, wenn er gute Rest landet. Ja, ja Rest. Jetzt raus, jetzt muss er... Okay. Das hat gereicht. Sehr nice. Er hat sich extrem verbessert, Uraios. Ich weiß noch, als er angefangen hat. Er spielt auch nicht wirklich einen Main, okay, sondern spielt so ziemlich jeden Charakter im Spiel. Ah, okay. Ich habe ihn halt nur im TSU 1 habe ich mal halt ihn geteamt. Aber danach nie wieder mehr von ihm gehört. Ich glaube, das ist auch ein Brawler oder Smash-Spieler. Ah, okay. Aber er spielt auch... Na gut, in Berlin ist ja eigentlich... Melee. Oh, oh Melee. Und der Taunt wieder. Und der Zweifach-Taunt. 1-0. Und wie Luma grinst, das mag ich nicht. Luma ist so... Er ist so gemein. Er ist ein Mini. So. Wirklich, er ist so gemein. Ja. Nun, da sehen wir das Bild wieder, das Video wieder von Zoll. Berlin-Maskottchen. Was war denn da eigentlich los? Ich war halt nicht beim TSU 5 dabei. Was da los war? Ja, mit Zoll und Babidon. Er hat jeden so beleidigt, also getrashtalkt und so. Ach so, okay. Er hat sowas durchgezogen. Okay. Das war echt lustig. Aber ich glaube, er hat gegen Barbidorf gespielt, ne? Barbidorf hat ihn geschlagen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Barbidorf sich extrem gefreut hat. Okay, dann hat er ihn wahrscheinlich halt... Vielleicht war es gegen Sword, vielleicht auch Smash. Man kann sich ja die Videos auf YouTube anschauen. Oh, da sehen wir einen Toon Link. Young Link. Ja, Young Link. Brawl, ey. Boah. Nee, das ist Young Link. Also ich weiß nicht, wie... in dieses Matchup so steht, aber ich weiß, dass Young Link oft gegen Floaties gekämpft hat. Okay. Er kann sie halt auch combo'n, er kann sie campen, combo'n. Oh, da sehen wir das Cape von Luma. Mit der Down. Aber ob es für einen Spieler von Lumas Kaliber reicht, ist fraglich, eine andere Frage. Ja. Ich wär bei Jigglypuff geblieben, aber anscheinend ist es für sein Spiel so, dass er da auch wechselt. Okay. Ich kenne leider mich nicht lang aus. Und da wieder der Cape. Ja, siehst du, ich meine, das ist die Sache so. Jigglypuff kann halt nicht so in the Cape werden. Ich glaube, Jigglypuff kann auch besser surviven. Oder nicht? Ja, das ist sowieso. Er hat jetzt schon 2 Cape Kills gemacht, weißt du? Und wenn er nicht darauf vorbereitet ist, mit diesen Capes also umzugehen, dann würde ich an seiner Stelle überhaupt nicht Young Link gegen Doc picken. Aber er ist ja noch zu schnell. Aber ich glaube, er kennt das Matchup gegen Dr. Mario auch nicht so ganz.
nimmt. Wer kennt schon das Dogmatch? Das Einzige, was ich als Falke mache, ist einfach versuchen, den Mutual Air zu kommen. Okay. Gegen Lotius allgemein. Als Falken ist das eigentlich recht intuitiv. Als Marth nicht. Als Marth nicht? Ich habe auch ein paar Monate Marth gespielt. Jetzt gehe ich zurück. Als Marth nicht, da muss man schon wissen, was man macht. Das ist. Okay. Das fand ich irgendwie doof. Aber gut. Naja, jetzt spielst du ja wieder Captain Falcon. Ja. Und solange der Spaß macht, ist alles okay, oder wie? Ja, ich nur Spaß haben. Oh. Und sehen wir eine Recovery, einen Edgeguard? Nee. Ja, bitte, bitte werd nicht geforstert. Jawohl! Yes! Yes! Haha! Das hätte ich Luma nicht gegönnt. Ich auch. Oh! Oh! Oh, meine Ohren! Oh, der Taunt! Dein Taunt dauert zu lange. Oh, oh, wie lame. Egal, sehr nice. Wie lame.